Grüß euch, ich bin der Christian Borgnes, Weltcupläufer aus St. Anton am Arlberg und ich darf euch heute mitnehmen auf einen Skitag in meinem absoluten Lieblings- und Heimatskigebiet St. Anton am Arlberg. Also, Bock mach's, los geht's! Als Skirennläufer sehe ich ganz viele Skigebiete auf der ganzen Welt. Aber so eine Vielfalt an sportlichen Herausforderungen, gepaart mit Internationalität und doch Bodenständigkeit und gelebte Traditionen wie in St. Anton am Arlberg, sehe ich nirgendwo auf der ganzen Welt. So, jetzt fahren wir heute zur St. Christophbahn und dann hoch auf den Galzig und dann reden wir nochmal in der Christophbahn über ein paar spannende Sachen. Seit 2 Jahren starte ich nicht mehr für Österreich im Weltcup, sondern für Dänemark. Das heißt einiges an Mehrarbeit für mich. Ich habe keinen Servicemann mehr, das heißt, ich habe eigentlich 2 Jobs zu machen. Ich muss einerseits Rennen fahren, trainieren, meinen Körper fit halten, andererseits auch mein Material pflegen, mein Material zusammenpacken. Dann muss ich vom Training zu den Rennen fahren und wieder nach Hause, also einiges an Auto fahren. Das heißt, meine Tage sind sehr voll. Und das ist durchaus herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bringen. Kommt mit, ich zeige euch meine Lieblingspisten in St. Anton. Kandahar, eine von den steilsten, wenn nicht die steilste Piste im ganzen Skigebiet. So viel Geschichte auf der Piste drauf. Seit die 20er, 30er Jahre sind da die Kandahar-Rennen gefahren worden. Muss man sich vorstellen, wie sie damals mit dem alten Material da eingeschossen sind. Deswegen eine von meinen Lieblingspisten, die Lieblingspiste in St. Anton und auch die Talabfahrt. Jetzt muss ich euch kurz erzählen. Vor ein paar Jahren haben wir Super-Ski trainiert in einem anderen Skigebiet und da war es recht steinig, deswegen haben wir die Ski so mitgenommen auf dem Sessel quasi, andere Ski angehabt und dann habe ich den Ski so gehabt, ungefähr und fahre so auch und wir reden halt so am Lift und dann sind wir ganz oben gewesen und ich vergessen gehabt, dass ich meinen Ski da habe. Jetzt hat vorne der Spitz eingestochen, wo man aussteigt, dann ist das war ein Super-Ski, der war brutal lang und nachher hat es hinten auch gedruckt und dann der ganze Sessel mehr oder weniger so drüber geworfen, der Lifter ist gesprungen, gekommen, alles. Der Ski war natürlich kaputt. Ich mich brutal geschämt und meine Kollegen, vor allem der Patrick, hat mich ausgelacht wie noch was. Und dann das Lustige aber, 2 Tage später ist ihm genau das Gleiche passiert. Und dann habe ich gelacht. So, aufpassen jetzt mit den Skispitzen, nicht dass ins Gleiche wieder passiert. So, jetzt sage ich eigentlich noch, was bei mir bei einem perfekten Skitag in St. Anton auf keinen Fall fehlen darf. Kommst mit? Berner Würstel kann einfach dazu nehmen. Mahlzeit. Ja, so ruhige Momente, wie wir es jetzt gerade haben in der Gondel, erinnern mich oft an die Zeit vorm Start, vor dem Rennen, an meine Routine, die ich da habe. Obwohl es nicht wirklich eine fixe Routine gibt, aber es sind einfach die Abläufe immer gleich. Das kann man vielleicht vergleichen, wie wenn jemand in der Früh aufsteht und sich kultiviert im Bad sozusagen, Zähne putzen. Jeder macht das, glaube ich, immer in der gleichen Reihenfolge, mit den gleichen Handgriffen. Und so ähnlich läuft es auch vorm Start ab. Oder eigentlich nicht nur vor dem Start, sondern am ganzen Renntag, von in der Früh weg, bis man dann aus dem Startstangerl rausgeht.
Also wenn ihr das erste Mal in St. Anton seid, egal ob Sommer oder Winter, und das Glück habt, dass das Wetter schön ist, dann fahrt bitte auf die Falugaue und genießt den Ausblick da. Und weil wir gerade auf der Faluga sind, erzähle ich euch gleich von meinem Skitag, der mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist. Da war ich 6 Jahre alt und bin mit meinem Papa und einem guten Freund von Australien da runtergefahren, die Faluga Nord, durchs Bazil hinaus bis nach Thürs. Es war ein Riesenerlebnis damals für mich, in einem halben Meter Tiefschnee das zu fahren, und ja, ist mir sehr in Erinnerung geblieben von damals. Ich möchte mich bedanken für euch, dass ihr dabei wart heute mit mir. Ich habe es sehr genossen, euch das Skigebiet zu zeigen. Und ich hoffe, es schaut selber mal vorbei in St. Anton. Also, vielen Dank und macht es gut.